Herzlich willkommen zum zweiten Stream nach langer, langer Zeit. Und ich möchte natürlich die Chance, bevor wir hier gleich off reinstarten, nochmal kurz mich bei allen Followern der letzten 7 Tage bedanken, die quasi in den letzten 7 Tagen dazugekommen sind. Das wäre einmal Pegi-Pegabook. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Vor 6 Tagen. Asna, ebenfalls vor 6 Tagen. Worth Read 420, vor 4 Tagen. Player King 004. Und zum Schluss Pegi Pegabook 1. Ich glaube, da hat jemand sein Passwort vergessen. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, starten wir direkt offiziell in den Stream rein. Sorry, Pegi, falsch ausspricht. Ich weiß nicht genau, wie man dich ausspricht. Ich nenne sie auf jeden Fall immer Pegi. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden will. Ich hoffe mal, dass heute vor allem die Übertragungsrate ein bisschen stabiler sein soll. Ich habe noch mal ein paar Sachen rumgespielt. Hallo, Windows fokussieren. Wäre sehr nett. Ne, offenbar nicht. Ich verstehe nicht ganz, warum er es nicht machen will. Weil wir noch auf Bildschirmübertragung sind. So, jetzt aber, komm. Genau, so, jetzt muss ich mich noch ganz kurz eine kleine Sache einstellen. Ja, okay, sorry. Aber, ja. Worauf habt ihr denn Bock auf welches Ding? Auf welchen Spielmodus hier auf der Pixel? Müssen wir natürlich auch sagen, ob das quasi passt, so von Audio her, oder ob es zu laut ist, zu leise. Aber ich denke, es müsste soweit erstmal alles geklärt sein. So, machen wir noch Musik an. Zack. Und bumm. Nice. Das, okay, was passt beim Video nicht? Ich bin gerade rausgetappt, nur falls. Das müsste eigentlich theoretisch jetzt flüssig gehen, hoffentlich. Ich versuche gerade währenddessen mal mein Mobile Interface zu öffnen. Okay, das Ding hängt noch fest, interessant. Ich meine, wir können ja theoretisch mal als allererstes, ich bin nämlich noch nicht eingespielt. Übrigens ausprobieren, spielen, wer mitspielen möchte, ist eine öffentliche Party, heißt, jeder kann einfach beitreten. So, damit ist hoffentlich das Problem gefixt. So. Fünf und 7%, ja. Unschuldig. Jetzt will Twitch nicht noch an. Ach komm. Was ist mittlerweile eigentlich vom Ding her?
Der ganze Stream. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der ist CJ Main oder so. Sorry, wenn ich dich falsch ausspreche. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Aber Chat, wie war euer Tag heute so? Was habt ihr jetzt Schönes gemacht oder auch nicht gemacht? Sind wir überhaupt schon jemanden getötet? Gefühlt nicht. Doch, gerade eben. Ich sehe keine Messages im Chat, interessant. Also ich wollte nur mal hinweisen, im Gegensatz zu einem Abo ist der Chat auf Twitch komplett kostenlos. Einfach hier oben campen. Ja. Du beschützt uns, okay? Passt eigentlich mittlerweile so vom Audioton oder? Nice. Hey Friend, vielen, vielen Dank für 2 Bits. Moin. Ich hoffe mal, das passt jetzt mittlerweile halt auch von der Audioton. Aber, ja. Und einmal hier hochfahren. Fühlt der Potter? Okay, interessant. Wahrscheinlich renne ich gleich mit sehr viel Glück, renne ich gleich direkt in den Mörder rein. Gefühlt irgendwie auch immer. Wer ist denn gerade alles dabei im Stream? Dürft gerne was schreiben.
Und dass ich auch gerne Ausrufezeichen mitspielen in den Chat zum Mitspielen. Geschenk. Und ich habe kein... Oder bin ich genickt? Kann das sein? Ne, ich bin nicht genickt, glaube ich. So. Ich bring dich gleich um. Zack. Ich dachte gerade schon. Der Typ will... Ey. Hab mich abzufacken. Kann es sein, dass er mir legit folgt einfach nur? Ja, dankeschön, Herr Pixel. Jetzt hängt ihr irgendwo da oben. Ah, GG. Direkt von hinten einfach weggeschnitzelt. Ah, passt es mittlerweile. Windows 11, ich hasse dich. So, ich meine, was können wir als nächstes machen? Worauf habt ihr Bock, Chat? Hm? Und was sind Duels, oder? Würde ich sagen. Machen wir. Cabbage, wollen wir Cabbage Flag machen? Komm, lass Cabbage Flag machen. Wenn wir die Runde über voll kriegen. Zack. Ich glaube, die Runde kriegen wir hier nicht voll. Dann machen wir mal irgendwas, wo wir... Lass mal in Duels Arena gehen. Die natürlich auch direkt... Habe ich Private Dinger? Slash... P-Private... Ne, war nicht aktiviert. Komisch. Nein, da wollte ich nicht rein. Meiner Meinung nach ist es der unkreativste Spielmodus, den man auf komplett Halbpixel haben kann. Zack. Weil mal ganz ehrlich, also dieser Grinch Simulator, das ist irgendwie gefühlt jedes Jahr das gleiche und das kommt sechsmal im Jahr vor, nur unter anderem Namen. Einmal heißt es Grinch Simulator, dann heißt es Santa Simulator, dann
Dann heißt es, auch, die anderen Namen sind ja auch Ostereier, Simulator, dann, keine Ahnung, also gefühlt zu jedem Event packt Herr Pixel dieses Spiel aus, verpasst ihm einen anderen Namen, einen kleinen anderen Style und sagt dann so, ja, okay, das ist jetzt eine neue, ist jetzt ein neuer Spielmodus, den wir quasi Kentaro anbieten. Aber ja, wenn ihr mitspielen wollt, einfach ausdrücklich mitspielen machen, da hält ihr direkt alle Instruction oder geht immer auf Pixel, egal welche Version, und macht einfach P-Join Dandycraft. Dann könnt ihr quasi direkt der Party beitreten und einfach mitspielen. Wir können natürlich auch gerne die eine oder andere Privatrunde spielen, heißt mit nur Leuten aus dem Stream. Können, glaube ich, zum Beispiel so Sachen wie Murder Mystery, wenn wir genügend zusammen bekommen würden oder andere spielen würden, das ganz funny werden. Aber nein, es liegt an euch, Chat. Wie voll wir werden und was wir spielen, was wir machen. Aber ich habe das Gefühl, in jeder Runde, die ich aktuell reingehe, die ist komplett leer. Als gleich in die dritte Runde, wo ist der Pixel gerade raus aus dem Hype oder? Herr Pixel war immer ein neues Gummi. Das ist früher konntest, warst du bist in irgendeine Runde reingejoint, war direkt eigentlich meistens voll, hat er nach 30 Sekunden so gestartet. Jetzt dauert es ein bisschen länger schon noch. Naja, dann können wir nur warten. Wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr reden wollt, Chat. Natürlich, wir wurden ja auf einen anderen Server verschoben. Hey Friend, vielen, vielen Dank für dein Bit und du wurdest direkt vom Automat ausgetimt, chillig. Ach ja. Ich warte auf 2K-Kanalpunkt. Oh, was ich weiß gerade gar nicht, was kann man da bei 2K-Kanalpunkten alles machen? Befehle hinzufügen? Ich glaube, ich weiß, was du vorhast, Phil. Du willst mir ein Wortverbot auflegen. Kann das sein? Kann das Lizenz sein? Zack. Wie gesagt, ausreichend mitspielen zum. Ja, ich weiß doch, dass du mir nichts Gutes gönnst. Er schaut mal einmal in den Chat rein und wird direkt abgelenkt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier eine Person. Oder Mods, ihr seid ja gerade online. Könnt ihr mal bitte kurz Hey Friend aus dem Timeout rausholen? Das ist irgendwie für 600 Sekunden im Timeout gesetzt, weil er drei Emojis machen wollte. Müsst auf jeden Fall noch ein bisschen rum machen am Automat. Ja, ich bin deutlich noch nicht eingespielt. Muss jetzt erstmal noch schön warm werden und dann in einer halben Stunde. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich seit irgendwie 2 Monaten so kein PvP mehr gespielt habe, weil ich es aber nicht mehr so gefühlt habe. Was man maybe auch gerade merkt, so ein bisschen. Ich glaube, man merkt das. Später können wir natürlich auch gerne irgendwie was anderes spielen. Zum Beispiel, ich hab vor, vielleicht noch heute noch Survival zu spielen. Oder wenn ihr irgendwie sagt, wir hätten Bock auf andere Games, einfach in den Chat reinschreiben. Dann können wir darüber nachdenken, solange ich halt das Game besitze. Also, natürlich sind von Vorteil irgendwelche kostenlosen Games.
Und da will uns jemand eine Flagge klauen, Frechheit. Kannst du mal aufhören, mich zu blocken? Zack. Dann gehe ich immer direkt mal vorne auf Push Richtung Blau. Oder wir verlieren einfach direkt. Dann nutze ich mal eben ganz kurz die Chance. Zack. Und kann es sein, dass gerade kein Moderator online ist, weil ich muss ihn gerade manuell entbannen. Pegi, Pegi, Pegi. Geht ja gar nicht. Aber da wir konstant auf der Suche nach Mitspielern sind, haben wir gesagt, immer noch Ausrufezeichen mitspielen. Könnt ihr in solchen Runden mitspielen oder. Ja. Oder wir machen quasi private Streamrunden, wo nur wir spielen, wenn wir dazu genügend Spieler halt haben. Das fände ich mal wirklich mal funny. Hör ich da so ein bisschen den Neid raus, dass Peggy jetzt Moderator bekommen hat und du nicht? Phil? Also ich weiß nicht, ich höre da so ein kind of bisschen was. Schade. Irgendwie hör ich da schon so eine leichte Rivalität gegenüber von Peggy, gegenüber von dir und Peggy, gell? Komm her. Zack. Wow, der erste Kill heute. nee, natürlich nicht, Geffel. Wie komme ich bloß drauf? Na, ich hatte gehofft, dass Pegi jetzt, nachdem sie ja Admin ist, vielleicht auch im Stream aktiv sein könnte, aber. Na, ich kann mal demnächst mal über meine Stream-Mods mal nochmal nachdenken. Habe ich die getroffen? Nein. Habt ihr gesehen schon wieder, dass Twitch schon wieder in 17 Sekunden eine Werbung plant? Nice, Twitch. Okay, werde ich, wenn es gut läuft, bald erfahren. Heiratsantrag. Easy. Das war Kill gesnackt. Hab's keinen Hit und noch runterlaufen. Mhm. Ich muss sagen, fühlt sich sehr gut an, so wie wir wissen, wieder zurück im Twitch-Game zu sein, irgendwie so. Nachdem ich ein Jahr, weil ich hab's einfach nicht mehr gefühlt, irgendwie so. Jetzt kann ich nicht sagen, so, ja, dir geht's hier nur um Erfolg, weil ich kann den Welt gleich mal kurz grund sagen, aber. So, es ging mir quasi wirklich darum, dass ich gesagt habe, so, oh, es war noch eine Person da. Natürlich neben meiner Schwester. Dann habe ich immer gesagt, so, ja, komm, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich hatte sowieso schon die Lust so ein bisschen am Streaming verloren, hab's quasi einfach nur noch halt für die Zuschauer so ein bisschen durchgezogen. Und. Dann habe ich mich halt irgendwann dazu entschieden zu sagen, so, ey, komm, so, es reicht. Das bringt nicht, wenn ich jetzt hier einfach noch weitermache gegen meinen Willen, zumal es ist halt wirklich nur eine Person, die nichts, literally nichts in Chat reingeschrieben hatte. Dann habe ich irgendwann gesagt gehabt, so, okay, komm, dann mache ich anstatt Twitch halt irgendwas anderes wie Coden. Und ich meine, ich habe damit ja auch viel gelernt, vor kurzem meinen ersten Bot-Release. Und ich muss sagen, ich hab seitdem viel mehr Spaß dran und habe jetzt auch nach einem Jahr wieder gesagt gehabt, so, komm, warum nicht anfangen? Ich meine, du hast natürlich schon so coole Momente mit der Community auch und ich bin mal gespannt, weil ich meine, ich habe ja keine Easy Win.
Ich habe ja keinen Live-Zuschauer an. Da habe ich mir absichtlich ausgeblendet, zwar aus einem ganz bestimmten Grund. So, wollen wir vor der nächsten Runde nutzen wir die tollen, das tolle Feature. Nutzen das tolle Feature, was wir haben. Wir machen mal eine Vorhersage, dann könnt ihr eure Kanalpunkte auch vermehren. Erstmal die Vorhersage von vorher, die ich gestern gemacht habe aus Testzwecken. So. Win? Fragezeichen, ja oder nein, ihr habt 60 Sekunden Zeit, eure Stimme abzugeben. Und dann eure Kanalpunkte eventuell zu verdoppeln. Finde es toll, dass meine Community aktuell zu 100% an mich glaubt. Warte, ich würde mal ganz kurz aus der Runde rausgehen. Sorry, Chat, dass ich jetzt mal ganz kurz aufgehört habe. So. Einloggen. Zack. Ich weiß, ihr wollt gerade ein bisschen mehr Gameplay sehen, aber ich muss halt einmal ganz kurz. Jetzt kommt das Capture noch. Mich einmal einloggen, damit das auch funktioniert. Und es tut mir leid, wirklich für alle, die ich jetzt gerade mal ganz kurz enttäusche. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, was du war. Lookup 200. Dankeschön für dein Follow. So. Jetzt müsste eigentlich alles passen. Und wir können direkt reinstarten. Also, sie sagt zu 100%, ich gewinne. Ohne oh, ein einziger möchte seine Kanalpunkte aufs Spiel setzen. Okay. So. Während ich gerne mitspielen möchte, ausreichend mitspielen einfach in den Chat und schon seid ihr mit dabei. Bauen, bauen. Ich habe mal so ein paar Fragen an euch, Chat. Ich meine, woher kommt ihr eigentlich? Seid ihr so aus Deutschland, Österreich oder ich weiß nicht von welchen Ländern?
ihr kommt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Woher Leute kommen, die sich solchen Content hier antun. Hallo? Ja gut, Phil, bei dir war ich ausnahmsweise mal. Der Login hat nicht geklappt, willst du mich verarschen? So. Sag ich mal ganz ehrlich, von, vor allem auch so Leute wie Hafen würde mich interessieren. Ich meine, wer spendet für seinen Content eigentlich Geld? Wer gibt dafür Geld aus? Ey, ich würde gerne zocken, aber nee, ich darf nicht. Okay, muss ich mich später mal drum kümmern. Mit der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert und ich endlich in aller Ruhe zocken kann. Ich will sogar spenden. Ja, ich habe mir sogar schon mal überlegt. Es wäre an sich nicht schwierig. Problem ist, der macht nur Twitch leider einen Riegel davor. Ob ich mal so ein Tool programmieren soll, was einem quasi... Du kriegst auf der Seite Werbung angezeigt, quasi Button angezeigt, wenn du draufklickst, wird Werbung angezeigt. Und wenn die Werbung erfolgreich abgespielt worden ist, oder als, auch vielleicht auch als App irgendwie sowas, dann bekommt man quasi Bits gut geschrieben auf sein Konto. Aber man kann natürlich so Virtual Bits nutzen. Weil, soweit ich weiß, kann man ja auf Twitch keine Bits verschenken an andere User. Okay, letzter Versuch. Zack. Ah, okay. Hab's jetzt mal im Hintergrund gewonnen. So, jetzt muss ich die Vorhersage auflösen. Ergebnis wählen. Ja. Genieß deine 10 kostenlosen Punkte. Hättest mehr setzen sollen. Ich meine, du hast das Doppelte bekommen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt irgendwie so eine Million Kanalpunkte gesetzt. Dann ist jetzt 2 Millionen Kanalpunkte. Kürzere Zeit. Next, direkt rein in die nächste Vorhersage. Ihr könnt eure Kanalpunkte verdoppeln. Ja gut, Phil, deswegen musst du halt bei so Sachen wie der Vorhersage mitmachen. Weil dann kannst du dadurch deine Coins verdoppeln oder vertrippen. Was soll das, Herr Pixel? Damit kannst du nämlich deine Kanalpunkte einfach verbessern. Ich meine, es ist risky, es ist in gewisser Weise Glücksspiel, aber 110 versus 0. Okay. Ich meine, wäre natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt verlieren würde. So, komm. Komm her. Ich klatsche auch noch. Er ist nicht runtergefallen, schade. Warte mal, ich habe mir noch ein Kit. Hallo? Kit? Okay, es war kein Kill, Mann. Ich war noch in der vorherigen Runde.
Ich habe nur 10 gesetzt. Ja, ich glaube, da hat jemand anderes gerade mal 100 rausgeballert. Ist bisschen, ja. Weißt du was, Phil? Ich glaube, ich gebe dir gleich wirklich mal Stream-Mod. Ich meine, du bist am PC, oder, Phil? Das braucht übrigens niemand zu klippen. Und komm her, komm her, komm her. Ja, damit habe ich einen Kill. Ich wollte schon sagen, wie du klaust ihn. Am Laptop, nice. Weil dann gebe ich dir Ding, weil er. Deswegen war auch ein untergegangener Grund, warum ich gesagt habe, so PG eventuell. Ich meine, wenn die ja dann wieder einen PC hat, dann kann sie quasi in der Mod-Ansicht so Dinge wirklich machen, weil ich bräuchte wirklich jemanden, der für mich so wirklich so Sachen macht wie Umfragen verwalten, Predictions verwalten. Ich komm von hinten. Zack. Weißt du was, wir tun's, Phil. Im schlimmsten Fall muss ich es rückgängig machen, aber. Okay, warte. Muss ich über den Browser machen? Dann spiele ich jetzt noch die Runde zu Ende. Und dann, ihr könnt schon mal Vorschläge für Games reinschreiben, was wir dann also für Hypixel-Spielmodus, auf die ihr Lust hättet zum Spielen. Zack. Wieso werde ich jetzt rausgeschmissen? Hab ich ihn? Nein, ich hab ihn. Doch, ich hab ihn. Nice. Und noch ein Kill. Aber es ist Assistance nur. Ah, okay, Runde vorbei. Nun ja, ich kann sagen, dass es bei manchmal nicht klappen wird mit Umfragen so. Ja, okay, wir können ja sehen, so. Phil? Dann herzlich alles Gratulation zum Mord. Ich muss nur ganz kurz deinen Username schreiben. Zack. Schreib mal was in Chat, Phil. So, dann wählen wir das Ergebnis. Das Ergebnis war nein. Fallsäge abschließen. Dann wir gehen mal in die Lobby rein, dann können wir uns auf ein Game konzentrieren, worauf ihr Bock habt. Soll ich mal schauen, wie viele Zuschauer wir haben? Soll ich mir das antun? Wisst ihr was, Chat, wie tun's? Ich schaue jetzt auf mein Handy, mache einen Tipp aufs Handy und sehe dann, wie viele Zuschauer wir haben. Nee, oder? Nein. Nein, oder? Das ist doch ein Joke, oder? Also. Über 10 Zuschauer. Boah. Oh mein Gott, danke schön für über 10 Zuschauer. Ich mache mal direkt eine neue Umfrage. Also Umfrage-Ding. Vorhersage starten. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit. Wir spielen gleich eine Runde Skywars und ihr könnt abstimmen, ob ich gewinnen werde oder nicht.
So, die Vorhersage schließt sich in weniger als 30 Sekunden. Nutzt eure Kanalpunkte und stimmt ab und vermehrt sie dadurch. Ich meine, vor allem aus rein logischer Sicht, es macht ja mehr Sinn, wenn jetzt noch einer für Nein voten würde. Weil da hätten wir quasi 50-50, heißt entweder gewinnt einer oder einer verliert. Oh, ich sehe, einer hat sogar 100 Kanalpunkte reingeschmissen in den Topf. Also ich glaube, wer jetzt für Nein votet, hat sogar. Hat, glaube ich, sogar einen kleinen Vorteil. Weil. Okay, wir doppeln. Ja. Okay. Dann spielen wir eine Runde Skywars Ranked. Okay, dann müssen wir Solo gehen. Junge, warum seid ihr so insane heute? Ich hätte mit irgendwie 3, 4 Zuschauern gerechnet, wie 18. Einfach neue Famous Streamer oder was? Oh nee, mein Internet liegt rum. Glaube ich, kann es sein? Aber ist der Stream eigentlich heute aktuell besser oder? Also passt alles von Audio. Wait. Warte mal. Ach so, doch. Ich wollte nur sagen. Sorry für alle, die ihre Kanalpunkte gewastet haben. Das gab es scheiße. Ich glaube, ich spiele mal ein paar Duels. Also ich würde mir halt wirklich wünschen. So. Zack. Ist ja ist besser als letztes Mal, zumindest bei mir. Okay, nice. Freut mich, dass es. Also, habt ihr noch irgendwelche Lags oder so? Oder. Natürlich, das AFK. Easy. Ja, finde ich gut, dass es ein bisschen läuft. Teilweise noch Lags. Okay. Weil ich sag mal so, ich bekomme zumindest keine Warnungen mehr von wegen. Also wir haben 59 ausgelassene Frames. Das ist 1% aller 0,1% aller Frames sollte eigentlich nicht laggen. Oh ne, nicht die, das Ding, aber okay. Ich werde noch demnächst vielleicht mal eine Handcam zulegen oder sowas. Lol. Easy. Hui. Schon. Ich hätte schon mal Bock auf irgendwie. Ich meine, die meisten von euch schauen ja wahrscheinlich auf irgendwelchen Handys zu, zumindest was ich so mitbekommen habe. Oder zumindest halt in irgendeiner Weise nicht auf PCs, wo man gut irgendwelche Programme laufen lassen kann. Ja, ein chilliger Lag. Dankeschön dafür. Gewonnen. Easy.
I like Pineapple und Pizza. Ah, nee, danke schön. Also ich bin kein Fan von Pineapple und Pizza. Also von Ananas auf Pizza bin ich kein Fan. Change my mind. Zack. Komm on. Ja, sein Bogen hat ihn umgebracht. Zack und gewonnen. War nicht relativ easy. Na, lieber mal nicht sterben. Ich glaube, ich muss mal eigentlich so TTS anmachen für. Ja, hallo? Ah, GG, okay, die Runde werde ich definitiv verlieren. Ja, fuck. GG. Warum spielst du Hypixel und nicht wie anderen alle Gommel? Ich fühle einfach Gommel nicht so sehr. Also ich meine, es gibt auf Gommel so ein paar Spielmodus, die spielen also Rage Mode, aber den haben sie ja rausgenommen gehabt irgendwann. Und das war eigentlich die Zeit, wo ich aufgehört habe, dann irgendwann Gommel zu spielen. Hallo? Ja, okay. Oh, fuck. Also ja, wie gesagt, ich füge auch mal einfach nicht so stark. Fuck. Ja, ich bin tot. Das hat eigentlich kein Mensch gesehen. Muss man auch nicht. Ach komm, Alter. Felix hat, glaube ich, mal die erste Mod-Aufgabe für dich. Was hältst du denn davon, mal eine Umfrage zu erstellen? Wo quasi die Frage ist, wollt ihr weiterhin quasi PvP Hypixel oder wollt ihr Mario Party? Das wäre mal die erste Aufgabe, die ich habe. Suchen mache ich gar nicht, aber gut, er kann auch nicht suchen. Das könnte ja mal deine erste Aufgabe quasi langmäßig sein. Notruf 11278. Moin, herzlich willkommen im Stream. Wait, was geht hier gerade ab? Macy 1993, vielen Dank für dein Follow. Das wird ein bisschen sus, weil die alle auf einmal kamen. Bravo, Phil, let's go.
Gerne abstimmen bei der Abstimmung, ob Hypixel oder Mario Party. Weil ich bist du lang, weil ich, weil es dein Lieblings, also ich meine, welche andere sinnvollen Clients gibt es noch? BRC, aber ich weiß nicht, wer von euch das Video von Dr. Fabo geguckt hat. Ich meine, er redet selber drüber, dass der Client, also wirklich als ehemaliger BRC-Partner, dass der Client voll mit Problemen ist, bla bla bla. Und ich persönlich halt für mich sagen muss, dass ich Luna Client halt für mich den schöneren Client finde und auch noch der Sache mit dem Buch mit DeFabo, wo er meinte, so mag ich nicht mehr so. Und er distanziert sich vom Client und die ganzen Probleme aufgezeigt, muss ich auch wirklich sagen, ist BRC endgültig für mich raus. Also ich, ja. Ist meine, ich finde, es ist, mein, jeder Client hat seine Vorteile. Die haben, meine beide Beine ganz gutes Aussehen. Ja, ich meine, es ist, das Video war auch wirklich sehr gut gemacht und hat meiner Meinung nach auch die Probleme seitens BRC angezeigt. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass viele Leute sagen so, ja, ich würde ja den Client wechseln, aber ey, ich habe hier irgendwie Clients im Wert von 500 Euro mir zusammengekauft über Jahre, weswegen ich nicht wechsle. Quasi, dass die Cosmetics, die sich von irgendwelchen Creatern gekauft haben, der einzigste Grund sind, warum sie noch BRC spielen. Deswegen. Weil ich meine, du hast halt eigentlich hauptsächlich, also streng genommen, es gibt ja vier wirklich große Clients. Einmal den Standard-Client, Minecraft Launcher, Client, Vanilla, dann BRC, Luna Client und Labymod. Ich meine, Labymod fällt für mich halt schon wieder raus. Ja gut, ich meine, wie viele von den Mods brauchst du wirklich? Klar, so Sachen wie Replay-Mod, da hat BRC wirklich besser gemacht, weil hier gibt es kein Replay-Mod, du kannst doch keine einen Mod installieren, aber naja, also ich meine, Großteil davon sind zum Beispiel nur für gewisse Spielmodis geeignet und die ich halt sowieso für mich persönlich selber nicht spiele, irgendwie so. Deswegen, aber naja, ist ja von jedem die persönliche Entscheidung, ob man sagt, man spielt BRC oder man spielt kein BRC. Ja. Also ich persönlich habe alle Clients getestet und bin halt zum Ergebnis gekommen, Luna Client ist für mich der beste. Also Labymod fällt halt schon raus. Ich meine, das Ding sieht wirklich aus, als hätte irgendjemand sich 3 Minuten hingesetzt und einfach einen normalen Minecraft-Launcher gemoddet. Ja, ich meine, aber warum spielen sie BRC? Weil es halt in Deutschland der größte Client ist. Labymod ist in USA der größte Client, aber ich meine, Labymod wächst ständig. Ja, also wirklich, Labymod ist, also ich meine, das hat jetzt, wurde jetzt nicht direkt gesendet, aber ja, da muss man wirklich sagen, also Labymod ist, kannst du direkt vergessen, und dann war halt für mich noch die Entscheidung zwischen BRC und BRC und Luna Client, habe ich halt für mich gesagt, wirklich Luna Client passt besser auf mich. Da habe ich viel weniger Probleme mit und ich finde die Cosmetics auch nicht so ganz so überteuert wie bei BRC, ehrlich gesagt. Und jetzt seit gestern nach dem Video mit Fabo habe ich auch wirklich für mich persönlich selber entschieden, dass BRC einfach nichts für mich ist. Ja. Okay, ich meine, die Abstimmung sieht, glaube ich, schon relativ klar aus. Dann suche ich mal ganz kurz. Sag, warte mal, Mario Party war ja auf Cytoxin, oder? Cytoxin. Ja, also. Also ich wirklich, das muss ich auch sagen, der hat Fabo meiner Meinung nach auch selber was sehr Gutes gemacht, einfach mal wirklich die Probleme aufgezeigt, auch als BRC-Partner. Ich meine, ich kann natürlich das nicht direkt vergleichen, wie Luna Client mit ihren Creator umgeht, weil ich bis dahin noch niemand mit jemandem gesprochen habe, aber so, was ich halt schon von persönlichen Dingen mitbekommen habe. Ich muss die neueste. Warte mal. Das heißt, es gibt nur neueste Version. Okay.
Da müssen wir mal ganz klein neu starten. Zack, switchen auf 1.18. Deswegen, also für mich persönlich, habe ich halt die Entscheidung getroffen. Du kein Bester, aber wie gesagt, kann jeder selber entscheiden. Atonal Doc House 470. Also heute haben wir irgendwie voll die kommenden Follows. Ich meine auch hier unter anderem wegen dem Feature hier. Komm. Check das Game. Nice. So. Ich meine, wir haben ja hier gerade dieses Feature. Also was ich, die haben halt speziell eine Variante draus, aber ich muss sagen, dass, also der allein der Home-Bildschirm, ich finde den schön clean. So. .de. Und Mario Party. Dann. Lass mal, was ist nicht gerade der Stream-Titel? Phil, kannst du mal den Titel bitte abändern, anstatt. Mach irgendwas raus mit Minecraft. Mario Party mit euch am besten oder sowas. Unter Wasser. Dschungel. Gick Todtown, glaube ich. Charakter wählen. Okay, da haben sie auch mal was gemacht. Na komm, nehme ich Mario. Ja, bla bla, okay. So. Muss gucken, wo das geht. So, dann würfeln wir direkt mal. Drei. Das ist nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. Einer im Köcher. Triffst du die anderen Spieler im Fall, sind sie sofort tot. Oh, okay. Jo. Zack. Schade. So. Ey, wir wollten mich hier abschießen. Ich muss gleich das Menü mal ein bisschen höher verschieben. Zack. Ey, Frechheit. Ja, komm. Ja, das werde ich hier hinkriegen. Hast du nicht mal BLC? BLC? Nee, BLC habe ich noch nie gespielt. Wir haben BRC und das hat mir nicht gefallen. Komm du mal ein bisschen höher hier.
Zack. Phil ist überfordert. Ach komm, jetzt hab ich... Ach komm! Das müsste auch noch aus den Titel müssen. Probier mal aus, was den Titel einfach notfalls. Das müsste eigentlich auch gehen. Naja, als Moderator hast du mir recht, ich hoffe mal, es geht. Days. Days. Also, sorry, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Auf jeden Fall danke für den Follow. Und. Sorry. Ein Feld nach vorne. Chillig. Platzierung 8. Okay, komisch. Okay. Ach, komm. Da muss ich hin. Ey, ich bin so scheiße. Run. Zack. Zack. Kann ich mir jetzt hier ein Ding setzen? Ja, kann ich. Komm. Warum bin ich rausgetappt? Hallo? Ja, das ist unfair. Ich werde hier rausgeschmissen. Danke Windows für diese nervige Funktion, dass wenn ein Programm meint, es müsste ein Eingabefenster öffnen, dass dann... Na, nicht schlimm, kannst du dir nochmal angucken, aber... eine 6, so muss das. Kannst du mal auch für mich die gesamte Zeit rauszuschubsen, Windows? Das ist irgendein Programm, will was von mir, mein Antivirenprogramm. Zwei, eins, zack. Mann! Warum? Warum so viele Jump'n'Run-Spiele, die ich überhaupt nicht kann? Okay, die darf ich nicht zerstören, okay. Also Jump'n'Run kann ich halt wirklich null. Wenn direkt so ein Spiel wäre schon wieder. Nach da, nach da, nach da. Na, das riskiere ich nicht. Ich eher nach hier hin, dorthin, so hin.
Zack. Ach komm. Zack, zack, zack. Ja, ich bin sehr weit hinten gewesen, glaube ich. Und wieder 6. Bumm. Wir sind am. Wait, wir sind auf Platz. Wir sind auf Platz 4. Okay. Okay, Film muss kurz weg, dann bis später. Gelb. Das war easy. Rosa. Schade, das geht nicht. Kann man das nicht noch anzeigen, von wegen, ey, wir haben jetzt hier zweimal die gleiche Farbe? Nee, natürlich nicht. Also ich dachte jetzt, okay, wann kommt eine neue Farbe? Ich positioniere mich mal irgendwie so mittig. Nee, dann wird's pink halt wieder, direkt wieder hinten dran. Naja. Ich überlege gerade, worum man reden könnte. Also wenn ihr ein Thema habt, Chat, dann... Komm. 5. Ja. Na, GG ist 6. 10 Felder noch bis zum Ziel. Uff. Komm, 3, 2, 1, go. Ach, sorry, dass ich nicht weiß, dass ich runterfallen darf. Kann sich glitschen, dass ich als erster ausgeschieden bin? Zu Ende ist. Und ist er gerade zufälligerweise live? Nein, ist er nicht. Schade. Was denkt ihr, also wie viele werde ich das Game beenden? 3. Na, schade. Aber immer noch 6. geblieben. Und komm. Oh, Ampelrennen. Let's go, wir machen Squid Game. Und... Komm. Ich will unbedingt Erster werden. Na, aber es wird aber nix. Ah! Ich wäre 5. oder so gewesen. 6. 4. Aber ich denke, damit wird die Runde wahrscheinlich vorbei sein.
Ist 5 für dem Ziel, ja. GG. Ja. Komm. Ich muss nämlich eigentlich gerade den einen. Ah, genau, Whiteboard war's. So. Was haben die eigentlich noch für Spielmodis? Bad Wars, Bad Wars Trainingsmatch, Timeline Pure. Ja, ne. Warte, was. Wir können. Ich glaube, wir wechseln einfach wieder 1.8 wieder rein. Kurz Launcher neu starten. So, Client ist gestartet. Hier, da hast du was verpasst. Du hast nur verpasst, wie ich in Mario Party richtig krass reingekackt habe. Komm. Game fokussieren. So. Ich meine, warte mal, erstmal kurz Texture Pack reinladen, Resource Packs. Wir können ja mal das hier spielen, da. Da. Ne, nicht Invader. Ja, also sorry, das Game hat aber auch maximal abgekackt. Ich weiß nicht, wer von euch Invaders kennt, aber. Ja, quasi hier geht's, ist quasi ähnlich wie Bad Wars, du musst Ressourcen sammeln, aber irgendwie wirklich nach 3 Sekunden ist die Runde so leer, dass keiner mehr, also dass es ein volles Team gibt, das ist das Team, was gerade führt. Danke für dein Follow. Vier Nachrichten wurden in Timeout versetzt. Warte mal. Lol. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es kommen mal 6 Accounts auf einmal. Also sorry, aber es scheint mir nicht legit zu sein. Ja, wahrscheinlich. Kann man das nicht sehen bei Twitch? Das müssen wir noch sehen können. Ah, nee, ich weiß, was das Problem war. Und zwar. Ja, okay, ich verstehe, was das Problem ist. Ich muss mich mal ganz kurz ins Stream-Elements einloggen. Das Problem ist quasi, dass Whiteboard quasi das gleiche macht.
weswegen ich beim Chatbot das muss ich deaktivieren, damit es geht. Weil vermutlich sonst streiten sich quasi zwei Bots die gesamte Zeit darum, eine Message zu schreiben. Mann. Ja, ich verstehe das Problem. Okay. Aber wir müssten es eigentlich hinbekommen. Da werde ich mich später nochmal drum kümmern müssen. Ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass es halt jetzt, wie gesagt, fürs Erste funktioniert. Oh, ich mach mit. So. Das müsste jetzt hoffentlich funktionieren. Ja. Wir machen. Oh, hey, Duels. Lass mal wieder. Ja, okay, warte, wir spielen Ding. Phil, du kannst ja schon mal eine Vorhersage machen. Du kannst aber auch die vom letzten Mal nehmen. Ich weiß nicht, ob du halt auf meine alten zugefasst, aber wenn ja, dann nehmen wir auch quasi würden ja, nein einfach wieder. Und dann spielen wir gleich wieder eine Runde. Ja, komm, weißt du was, lass Capture wohl machen. Vielen Dank für dein Follow, auch wenn ich mich mittlerweile irgendwie gar nicht mehr so darüber freue. Weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwas so ganz klein bisschen sassy ist. Nice. Was denkt ihr, werden wir die. Weil jetzt, ich meine, die Runde läuft schon seit. Jetzt muss ich es wieder runter verschieben. Zack. Ich meine, denkt ihr, wir werden. Ja, okay, weil wir machen es noch für die aktuelle Runde. Ich meine, die ist noch nicht allzu lang vorbei, aber. Jetzt funktioniert auch das hier nicht mehr. Das triggert mich.
So. Jetzt. Jetzt können wir auch mal wieder reinsuchten. Hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Ich meine, also wenn es quasi wirklich zu sass ist, oder wenn ich quasi möchte auf die aktuelle Runde, einfach kurz noch warten und wirklich eine neue geben. Und Kill. Zack. Geil. Ich würde sagen, da haben wir schon wieder eine Flagge erfolgreich verteidigt. Die Flagge darf da ruhig durch. Die aber nicht. Ach komm. Zack. Na, ich meine, aktuell haben wir eine 1er KD. Für die Runde. Ich bin mal gespannt, ob jetzt alles so funktioniert, wie es so soll. Ergebnis. Wobei, es kann eigentlich auch Film machen. Du kriegst all die schönen Aufgaben. Du kannst ja mal das Ding wieder auswerten. Und dann macht direkt wieder eine Vorhersage mit, werde ich, wie viele Kills wird Danny haben? Keine, einen und über 5. Ich gefühl links gerade so, warum bin ich nochmal Mod geworden? Konverter Gast. Sorry, ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Hab's nicht verstanden. Hast du die letzte also schon beendet gehabt? Du musst ja quasi, bevor du neu machen kannst, musst du quasi sagen, quasi das Ergebnis der vorherigen Vorhersage wählen, damit die Leute, die fürs Richtige getippt haben, ihre Punkte bekommen. Und dann halt für die nächste Runde, weil die jetzt schon angefangen hat, wie viele Kills ich machen werde. Frech hätte mich versucht, von hinten wegzustauben. Und es dann auch noch schaffen. Ich glaube, Phil denkt sich gerade wirklich so, warum bin ich eigentlich nochmal Moderator geworden? Oh. Ja, okay, warte, dann muss ich das ganz kurz machen. Nein, wir haben sie nicht gewonnen. So. Und. Also zumindest der Teil von dem Bot funktioniert auch mittlerweile. Dass das Prediction-Ergebnis auch nochmal in den Chat reingeschickt wird. Ich werde ihn heute Mittag nochmal so ein bisschen umschreiben. Na quasi ist praktisch jetzt der Bot erlaubt es einem quasi. Also ich muss sagen, das ist ganz cool. Der Bot, der erlaubt es quasi einem zum Beispiel bei jedem Follow zu sagen, wie viele Follows seit dem letzten hinzugekommen sind. Heißt, wenn ich quasi ein Follow kriege, drei verliere und dann folgt wieder einer, steht quasi dran minus ein Follower. Und er bündelt vom auch Follower. Deswegen, was sollen die Antworten bei der neuen sein? Einmal, also quasi die Frage war ja, wie viele Kills werde ich machen? Und dann einmal keine. Dann einmal, easy. Dann als zweites einen Kill. Oder über 5 Kills und über 10 Kills.
Das sollen quasi so die Umfragemöglichkeiten sein. Das gilt dann quasi für die nächste Runde. Stress haben, dann hier hast du Stress. Ja, okay, leckert noch mehr rum. So, die neue Umfrage. Abstimmung ist da. Prediction ist, glaube ich, eher. Also, die neue Vorhersage ist da. Stimmt ab, wie viele Kills werde ich haben? In der nächsten Runde. Natürlich ist es besser, wenn ich das Stream fertig ist, dann kann ich mich nicht schön entspannen, sondern dann wird heute Abend noch schön das Self-Advertise-System von meinem Discord umgecodet auf eine sichere Basis, und zwar, dass wir quasi Discords anderer Bots, Discords Cooldown-Feature verwenden. Komm, komm. Ach, schade. Ich kann nur zwei Antworten geben. Ja, dann mach einfach. Wird Danny mehr als 5 Kills bekommen? Ja, nein. Dieses Server leckt aber teilweise schon so krass. Also man kann einfach, werde ich über 5 Kills kommen in der nächsten Runde, und ja, nein. Ja, das ist auch richtig. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass der Vorhersage was anderes ist als eine Umfrage. Ich schalte mal ganz kurz das Licht an in meinem Zimmer. Zack, Licht ist wieder an. Danke für dein Follow. Extrict Discriminant 4580. Okay. Und schön die Abstimmung. Schön abstimmen. Kommt, dort immer schön drin sein, weil wir können uns hier eigentlich das hier mal abholen. Und den Link noch anklicken. Zack. Holen wir uns eine Mystery Box. Okay. Ah, ich hab vergessen zu switchen, ups. Oh, 50-50. Und was für Schrott kriege ich jetzt hier raus, Herr Pixel? Seltenes cremiges Pferdhaustier. Okay. Dann werde ich mich anstrengen und mal versuchen, so viele Kills wie möglich zu machen. Zack. Ja, ja, ich bin. Glaube ich, sehr gut. Map. So gehen bestimmt 5 Kills. Frechheit. Übrigens, Assisten-Kills zählen nicht. Es müssen wirklich Kills sein. Sind die gerade legit einfach runtergesprungen? So. Fehlen noch 4 Kills.
Zack, zack. Frechheit, mich nicht schlagen. Ich will doch nur eure Flagge klauen. Das ist meiner Meinung nach kein Grund, mich zu schlagen. Und easy. Ich bin auf jeden Fall im Wollraum schon mal drinne. So. Moinsen. Hallo. Ja, okay. So, jetzt muss ich die Prediction wieder beenden. Ergebnis wählen. Nein, es war nicht mehr als 5 Kills. Nein, theoretisch. Hättet ihr Bock auf mal eine bessere Version von Roblox kennenzulernen? Wobei, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, warte mal. Lass mich nur mal kurz ein gewisses Programm öffnen. Im Hintergrund. Ich habe nämlich eine Idee auf ein neues Spiel. Was könnte Decent Funny werden? Ich muss es nur mal ganz kurz wieder neu runterladen. So, wir gehen mal ganz kurz in den Steam Shop rein. Und ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu groß. Von einem BR, das können wir jetzt kurz runterladen. Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. So, theoretisch 30 Sekunden haben wir das Game runtergeladen. Yep, es funktioniert. 5 Videos plus 5 und seit einer Stunde und also als schon eine Stunde 40 Minuten sind. Krass. Und zack. Schon mal den kleinen Bänden. Zack. Und ist gleich fertig runtergeladen. Zack. 14, 13, 12, 12, 10. Ich zähle mal ganz kurz einmal einen Schluck einfach. Und fertig heruntergeladen, nice. Und Spiel starten. Dann kann ich jetzt schon mal sagen, was wir als nächstes machen werden. Und zwar Crab Game zocken. Ich weiß nicht, wer von euch das Game kennt. Ich meine, es war ja ziemlich populär. Voice Chat stumm schalten, so. Und zack. Wir sind im Crab Game. Dann füll bitte einmal den Titel ändern. Ich weiß nicht, ob du es mittlerweile rausgefunden hast. Und das Game.
Dann treten wir mal dem Sir bei. Room is full. Zack, dann joinen wir mal dem Server hier. Ja. Ach, warte, ich kann es ja gerade schon spielen. Kann sein. Okay, dann mach ich es gerade selber. Eigentlich müsste es nämlich können. Jetzt mal einfach mal ganz kurz Stream-Info bearbeiten. Als Game haben wir nicht Minecraft, sondern fertig. Na, ja, warte, dann suche ich mir aber mal ganz kurz, komme ich hier wieder raus? Ja, wenn theoretisch kein Menü kommen würde. Ja, aber ich muss leben, ich muss mir einen Raum suchen. Quasi Start Game. Warte, bei. Vielleicht finden, können wir hier oben sagen. Not started. New category craft game. Yep, der Boy scheint zu funktionieren. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Naja, also sorry, mittlerweile bin ich der Meinung, ist es definitiv fake. Und ich starte die Runde jetzt gleich auch mal. Die Server lenken gefühlt irgendwie schon. Also manche User. Jo. Hab's gesehen. Judgy Ice. Okay. Game Freeze? Hallo? Ich glaube, das Game ist gecrashed, kann es sein? Hört ihr mich noch? Also irgendwie habe ich das Gefühl,
Okay, man hört mich noch. Weil ich komme nicht mehr auf Twitch drauf. Und das Game ist von mir komplett gefreezed. So, crapgame.exe, Task beenden. Lass mal Browser neu starten. Was war das? Ich meine, aufs Panel komme ich noch. Twitch.tv. Jetzt komme ich wieder auf Twitch drauf. Wait, was war das? komisch, okay, ja. So, Crapgame starten. So. Wieso kann ich das Game nicht mehr? Wait. Das Game ist noch da, aber irgendwas angeblich vor. Warte mal. Das ist, wenn man jetzt wechsle ich mal hier zu Ding hin. Jetzt wird er direkt der Bildschirm. Irgendwas blockiert den Bildschirm. Ich habe eine Ahnung, was es sein könnte. Warte mal. Hallo? Ich kann den Stream jetzt nicht mehr anklicken. Habe ich ein. Nee. Warte mal. Systemunterbrechung frisst gerade meinen ganzen RAM auf. Ich kann komplett in Streamlabs nicht mehr klicken. Das ist komisch. Wieso sind alle Programme unresponsible geworden? Also ich kann in keinem Programm mehr klicken. Das ist sehr weird. Habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Ich glaube, ich werde meinen PC neu starten müssen.
Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich bin im Crab Games Server gejoint und dann Ende. Muss auf jeden Fall Streamlabs neu starten. Muss aber nicht kill erstmal Discord, um sicher zu gehen. Ich mache was. Ich schließe jetzt mal alle Programme, die ich nicht benötige, theoretisch. Steam. Ich brauche Steam nicht. Ich brauche auch kein Ding. Discord muss ich auch mal ganz kurz schließen. Weil ich meine, sobald ich das Programm quasi einmal neu gestartet habe, geht es. Weil ich meine, wenn ich jetzt wieder. Ja. Verstehe ich nicht. So, ich starte jetzt nochmal Discord neu. Discord fängt sofort an zu crashen. Es ist weird. Ja, dann bin ich auf jeden Fall gleich wieder da. Ich denke, ich muss auch mal das Streamlabs killen. Mal gucken, ob es danach geht. Ich glaube, weißt du, ich steige gleich meinen ganzen PC einmal neu. Ja, dann bis in 3 Minuten oder so hoffentlich. Ich starte jetzt auf jeden Fall meinen PC neu. Zack.